Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Ersteindruck. Dieses Mal zu einer Zeichentrickserie, Animationsserie, und zwar der neuen X-Men-Serie, X-Men 97 bzw. X-Men 97, wie es die coolen Kids nennen. Die Serie ist eine Fortsetzung zur X-Men-Serie aus den 1990ern, die bei uns ja recht prominent bei RTL, Fox Kids, Kabel 1 und so weiter ausgestrahlt worden ist. Und mittlerweile auch bei Disney Plus verfügbar ist, leider nach wie vor ohne die deutsche Tonspur. Aber dafür die Nachfolgeserie hat sehr wohl eine deutsche Tonspur. Und natürlich, wie soll es auch anders sein? Natürlich gibt es zu einer neuen Serie deutsche Tonspur. Warum die alte Tonspur bei der Originalserie bei Disney Plus nicht vorhanden ist, man kann nur mutmaßen. Leute in die Foren schreien rum, es sind rechtliche Probleme etc. Ich denke einfach, dass die deutsche Tonspur nach wie vor einfach von den deutschen Redakteuren, wenn es welche gibt, bei Disney Plus verschlampt worden ist. Aber das ist völlig irrelevant. Wir reden jetzt kurz und knackig über X-Men 97, also der direkten Fortsetzung. Und das ist direkt ein Punkt, den man ansprechen sollte, weil wenn man die Originalserie nicht kennt, hat man einen ziemlich schwierigen Einstieg in diese Serie. Also direkt die erste Folge nimmt den Zuschauer nicht bei der Hand und erklärt noch einmal den Status quo, sondern wir werden im Prinzip direkt mitten in die Geschehnisse reingeworfen. Also die Folge schließt im Prinzip direkt an das Finale der Originalserie an, das leider nie in Deutschland ausgestrahlt worden ist, weil bei uns sind nur die ersten 65 Folgen der Serie ausgestrahlt worden und die letzten 10 Folgen leider nie, weil die Originalserie bei uns nicht sehr erfolgreich war. Also RTL hat ziemlich verschoben ausgestrahlt und ein paar Folgen sind erst später im Pay-TV ausgestrahlt worden und so weiter. Und es hat seinen Vorteil, wenn man die Originalserie komplett geschaut hat, weil ich meine, es ist kein Spoiler mehr, in der Originalserie in der letzten Folge stirbt Charles Xavier. Und Scott Summers, Cyclops, kämpft jetzt eben mit der Führung der X-Men im Prinzip. Es wird sozusagen das, was aus die offenen Stränge aus der Vorgängerserie werden nochmal aufgegriffen, wie zum Beispiel, was ist mit dem Bolivar Trask passiert und seinen Sentinels. Es wird kurz darauf angesprochen, wer eben für den Tod an Charles Xavier verantwortlich ist und so weiter. Also alles Sachen, die in der Originalserie eben regelmäßig Thema waren. Und wenn man das jetzt nicht, also wenn man nicht die Serie wenigstens einmal durchgeschaut hat, dann tut man sich wirklich schwer. Ich habe versucht, also ich habe jetzt die zwei Folgen wirklich für das angeschaut, für das, was sie sind. Und ohne das Vorwissen, also ihr seid verloren. Es gibt mittlerweile, ich glaube, beim englischsprachigen Disney Plus YouTube-Kanal so ein paar Previously on X-Men Videos, wo kurz noch einmal auf die Geschichte eingegangen wird, was auch relativ wichtig für die zwei Folgen sind, aber halt nicht alles. Man kann sich aber mehr oder weniger, wenn man sich darauf einlässt, gewisse Dinge zusammenreimen in der Serie. Und es funktioniert. Es funktioniert, aber wie gesagt, es hat seinen Vorteil, wenn man die Originalserie kennt. Aber hör mal auf, über die Originalserie zu reden. Was ist jetzt X-Men 97? Wie ist die Serie? Also für mich als großer Fan der 90er-Serie ist sie wirklich toll. Die Handlung ist deutlich erwachsener als die Originalserie. Das kann man, denke ich, schon so sagen. Die Originalserie hat auch mit harten Thematiken jongliert, wenn man so will. Aber man hat halt gewusst, es ist halt einfach eine Serie, die damals für einen Sender produziert worden ist, mit gewissen Auflagen, gewissen Bildungsauftrag und so weiter. Das fällt da dieses Mal wirklich alles weg und man merkt, die Zielgruppe sind keine Kinder und Jugendliche mehr, sondern wirklich schon junge Erwachsene, beziehungsweise die Fans von vor 30 Jahren teilweise. Wir haben mal direkt zu Beginn eben, dass Cyclops und Jean Grey, also Scott und Jean, möchten mit ihrem Leben weitermachen, möchten eine Familie gründen und so weiter, aber Scott will auf da gleichzeitig das Erbe von Professor X ehren und die X-Men anführen. Und das ist halt so die Thematik von den ersten zwei Folgen. Wir haben dann die Rückkehr vom Magneto in der zweiten Folge, wo ihm auch recht großes Character Building entgegenkommt, gegenüber der Originalserie, wo ja, ich meine, er hat in der Originalserie auch Charakterweiterentwicklung durchgemacht.
Aber hier ist es dann doch ein sehr großer Schritt in eine Richtung gewesen, die mich sehr überrascht hat, gegen Ende hin von der zweiten Folge, aber wie gesagt, keine Spoiler. Und auch das, was mit einem Mitglied der X-Men in der zweiten Folge passiert, das hat mich auch sehr überrascht, weil das Marketing, die Trailer, die bis jetzt veröffentlicht wurden, man überhaupt nicht mitkriegt hätte, dass eben sowas passiert. Aber wie gesagt, keine Spoiler. Es ist schön, dass sehr viele Figuren aus der Originalserie in mehr oder weniger kleine Cameos in die ersten zwei Folgen zurückkommen. Also wir haben mal wieder diese Menschenfreiheits Gruppierung, also diese menschlichen Terroristen, wenn man so will, wo offensichtlich ein paar Character Models wiederverwendet worden sind, was richtig cool ist. Die Rückkehr der Sentinels in der ersten Folge und von Master Mold, was mich sehr überrascht hat. Wir haben dann später die Rückkehr von Bolivar Trask, Peter Henry Geig, ich glaube Peter Henry Geirick, ja, der in der Originalserie bei seinem Debüt noch von Christian Tramitz gesprochen worden ist, hier leider nimmer. Aber war nicht anders zu erwarten. Animationstechnisch ist die Serie auf einem hohen Niveau, also deutlich besser, meiner Meinung nach, als die Originalserie, die ja bei einem recht, naja, ich will jetzt nicht sagen, von einem billigen Animationsstudio betreut worden ist, aber es war halt schon ein preiswerteres Studio. Und hier hat man halt wirklich ein Studio gefunden, was den versucht hat, den Stil zu kopieren, aber ihn auch weiterzuentwickeln. Also, das Studio war, ich glaube, laut Abspann Studio Mir, was halt für diese, wie kann man das sagen, Studio Mir ist für diese Animationsstudios zuständig, über halt zum Beispiel die Legende von Korra oder Young Justice verantwortlich war. Also die Serien, die halt sehr an asiatisch angehauchten Stil haben. Und das hat man da aber nicht. Man merkt, sie versuchen, die hochwertige Animationsqualität aus Japan zu kopieren, mehr oder weniger. Versucht aber auch diesen amerikanischen Zeichentrickstil aus der Originalserie beizubehalten, was sehr gut funktioniert. Also die zwei Stile harmonieren sehr gut in der Umsetzung. Es gibt Szenen, da merkt man halt, okay, da ist ein bisschen animationstechnisch zurückgeschraubt worden vom Budget. Also das ist, ich würde nicht sagen, es schaut aus wie billige Flash-Animation, aber es ist halt, zwei Keyframes werden immer wieder wiederholt, einfach um mal Bewegung zu simulieren. Und dann hast du aber auch wirklich geniale Kampfszenen, wo du denkst, wow, also da hat man tief in die Tasche gegriffen. Was viele Leute, mich eingeschlossen, prophezeit haben, war, dass die Serie im Prinzip so ist wie What If von Marvel Studios. Nur, dass man halt so einen Cell-Shading-Look drüber gelegt hat. Das ist es aber nicht. Es gibt schon Szenen, wo offensichtlich 3D-CGI-Modelle von den Figuren be benutzt worden sind, wo halt eben Shading drüber gelegt worden ist. Die sind aber nicht sehr häufig vorhanden. Es ist wirklich fast durchgehend, also fürs Auge wie eine normale 2D-Animation. Und es sieht wirklich klasse aus. Also ich war sehr positiv überrascht, was den Animationsstil angeht. Man hat schon die Trailer gesehen und so weiter. Aber da hat es halt noch nicht so ausgeschaut. Die fertigen Folgen schon wirklich animationstechnisch großartig aus. Also wenn das die Zukunft für Marvel-Animationsserien bei Disney Plus ist, dann freue ich mich wirklich schon auf, wie heißt die nächste Serie? Friendly Neighborhood Spider-Man. Oder Marvel Zombies und so weiter, was noch angekündigt worden ist. Ich bin da wirklich gespannt, wie da die Zukunft ausschaut. Weil wenn die Animationsqualität in dem Stil ist wie X-Men 97, Hut ab vor die Verantwortlichen. Apropos Animationsstil, es ist ziemlich lustig, wenn man die Serie hat wieder einen Vorspann. Also es ist fast dasselbe Vorspann wie die Originalserie. Mit derselben Hintergrundmusik, Hut ab dafür. Und man sieht, dass da die Animatoren die Originalframes eben rotoskopiert haben und halt einfach modernisiert haben, was teilweise gut ausschaut, teilweise nicht so gut. Es ist zum Schmunzeln, also es ist definitiv einfach ein Druck auf die Nostalgiedrüse, aber es funktioniert. Zwischen Folge 1 und 2 verändert sich ja halt teilweise der Vorsprung, was mich auch sehr überrascht hat. Und ich bin gespannt, ob das bei den übrigen Folgen dann auch so ist. Aber es eben, wie gesagt, die Musik ist, der Titelsong ist dasselbe wie aus der Originalserie. Also es wird da Shuki Levy und Haim Saban in den Credits gelistet, dass sie eben für das Titelthema verantwortlich sind. Und die restliche Musik ist auch im selben Stil. Es
klingt sehr nach der Originalserie, aber es ist merkbar nicht die Originalserie. Also man geht da schon eigene Wege, was auch richtig cool ist. Was kann ich noch über die Serie sagen? Ja, sie hat mir sehr gefallen. Das ist einmal das Wichtigste. Und für mich als großer Fan von der Originalserie definitiv, ich freue mich auf die nächste Folge nächste Woche. Also das ist, naja, Pflichttermin jeden Mittwoch bei Disney Plus. Das, wo ich dann sagen muss, bin ich ein bisschen enttäuscht. Was man leider seit dem ersten Trailer auch wusste, ist, dass die komplette deutsche Besetzung ersetzt worden ist. Also wer sich ein bisschen im Synchronbereich auskennt, der weiß, die Originalserie ist in München aufgenommen worden, mit vielen bekannten Münchner Sprechern, wie der Willi Röpke hat den Wolverine gesprochen, also die deutsche Stimme von Scooby-Doo zum Beispiel. Storm war die Manuela Renard, die man aus Serien wie Family Guy und so weiter kennt. Also jede Menge bekannte Münchner Sprecher. Es sind Großteil von den Sprechern sind heute noch aktiv. Das ist, was recht überraschend ist. Viele sind sogar mittlerweile in Berlin aktiv, wo eben jetzt die Synchronfassung von X-Men 97 entstanden ist. Leider hat aber das Team offensichtlich sich entweder entschieden, die Originalsprecher zu verpflichten, die noch in Berlin verfügbar wären und die in München noch verfügbar sind, sondern hat einfach Freischnauze neu besetzt. Die neuen Sprecher sind alles Hochkaräter aus der Berliner Synchronbranche. Also der Cyclops wird gesprochen von Robin Kahnmeier, den man zum Beispiel aus Son Gohan aus Dragon Ball Z kennt, oder eben als neuer Sprecher von Jason Marsden, also den Live-Action-Cyclops-Schauspieler aus die Original-X-Men-Filme. Er macht seine Sache schon ganz gut, er ist aber heute leider kein Fabian von Klitzing oder Stefan Hoffmann wie in der Originalserie. Selbes gilt da für die anderen Sprechern. Wir haben den, wer ist da noch? Thomas Schmuckert als Wolverine. Klingt nicht schlecht, ist aber kein Willy Röpke zum Beispiel. Und das ist bei alle Sprecher das Problem. Gambit hat den Julien Hagesch, wo man sich ja denkt, Julien Hagesch, coole Besetzung, aber er ist kein Arnim Andre. Natürlich, Arnim Andre ist mittlerweile verstorben, aber er klingt bedeutend jünger und das ist halt dann ein bisschen ein Bruch zur Originalserie. Ich würde aber sagen, wenn man die Original-Synchronfassung nicht so im Hinterkopf hat, dann funktionieren die Besetzungen alle. Also ich kann sagen, in der ersten Folge war noch so, dass ich mir gedacht habe, es ist schade, dass nicht die Originalsprecher sind. Warum spricht nicht da Willy Röpke den Wolverine und so weiter? Aber spätestens mit der zweiten Folge habe ich mich mehr oder weniger mit den Sprechern bereits abgefunden und ich bin wirklich gespannt, was da in Zukunft noch auf uns zukommt. Aber was die Übersetzung angeht, also das deutsche Dialogbuch, gibt ein, zwei Kleinigkeiten, wo ich wirklich sagen würde, das hätte jetzt in der Originalserie hätte man das ein bisschen anders übersetzt und wahrscheinlich in die Comics auch. Aber ich nehme es als das, was es ist. Es ist halt offensichtlich jemand, ja, jemand hat das Buch getextet, der vielleicht nur im Entferntesten mit den X-Men zu tun gehabt hat. Ich würde ihm aber jetzt dann nicht irgendwie was schlecht reden und so weiter, weil die deutsche Synchronfassung ist solide. Sie ist gut, sie kann aber besser sein. Und ich bin gespannt, ob es noch besser wird. Es gibt zum Beispiel eine Besetzung, die mir richtig gut gefällt. Also in der Originalserie war zum Beispiel Beast Holger Schwiers und Peter Zilles. Also es hat ja ein paar Umbesetzungen in der Originalserie auch gegeben. Aber Holger Schwiers war dann schlussendlich der Beast für viele. Und Holger Schwiers synchronisiert heute auch in München und in Berlin. Ist mittlerweile zum Beispiel bei One Piece der neue Sprecher vom Gold Roger und so weiter. Und der war halt Beast. Und in der neuen Serie ist es Sven Brieger. Es fällt mir jetzt akut kein. Sven Brieger ist der neue Sprecher vom Stan Smith in American Dad, nachdem der Detlef Bierstedt in Ruhestand gegangen ist, zum Beispiel. Wenn man seine Stimme hört, man kennt Sven Brieger. Sven Brieger kennt man einfach. Und der macht an. Also der hat mich sehr positiv überrascht. Ich habe mir wesentlich Schlimmeres vorgestellt. Aber Sven Brieger als Beast ist ein super Ersatz und da seine Dialoge sind richtig cool umgesetzt. Aber was die anderen Sprecher angeht, es sind alles gute Ersatzsprecher und wirklich die A-Riege aus Berlin spricht da in der Serie mit. Es ist nur schade, dass halt nicht die Originalsprecher wieder dabei sind. Was zum Beispiel in Amerika, wo man sich wirklich bemüht hat, da sind sehr viele Rückkehrer dabei und es hat ich glaube, Kevin Feige gesagt, wie die Serie produziert worden ist. Die Serie kann nur funktionieren, wenn man einen Großteil von den Originalsprechern hat. Und man hat sich bemüht. Also im O-Ton, wer O-Ton-Schauer ist, der wird sich freuen, dass er dort den Cal Dodd zum Beispiel auf dem Wolverine wieder hört und so weiter. Ich mag die Serie. Auch wenn ich jetzt ein bisschen über die Synchronisation hergezogen bin. Ich finde sie gut.
kann besser sein. Aber die Serie selbst ist richtig klasse und wie gesagt, ich freue mich auf nächste Woche, wenn es weitergeht. Ich bin vor allem gespannt, wie man den Cliffhanger aus der zweiten Folge auflöst. Fieser Cliffhanger. Also die erste Folge hat nicht so einen schlimmen Cliffhanger, weil den Cliffhanger aus der ersten Folge kennt man schon aus dem ersten Trailer zur Serie. Deswegen, das hat mich nicht so überrascht. Aber der von der zweiten Folge, der ist böse. Der ist richtig böse. Und ich bin gespannt, wie sie es nächste Woche auflösen. Und ich sehe gerade, der erste Eindruck ist schon bedeutend länger gegangen, als ich mir eigentlich vorgenommen habe. Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr X-Men 97 schon angeschaut? Werdet ihr euch das anschauen? Oder sagt ihr, na, ich brauche keine X-Men, X-Men interessieren mich nicht? Schreibt es in die Kommentare und ich werde definitiv weiterschauen. Ich freue mich drauf, wie es weitergeht. Und ja, das soll es dann für dieses Mal gewesen sein. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.